Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein gruseliges, herzliches Killwoman. Willkommen. Ich bin schon so verwirrt, Leute, deshalb weiß ich nicht mehr, was ich sage. Es ist auf jeden Fall extrem gruselig. Es geht weiter. Ich bin jetzt hier mit Daniel und Taylor. Ja. Und es wird weiter gegruselt, Leute. Oi, was passiert jetzt, Leute? Was ist los? Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Aha. Das kann man gar nicht abhängen, das Ding. Es bricht sein. Oh, shit. Ja, ja. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke dann noch steht. Okay. Es bricht sie ein. Was ist das? Was war das gerade? Leute, ich habe Angst. Was ist da los? Gut, aber das ist auch in dieser Aufnahmesession die letzte Folge. Ja, dann geht es in der nächsten Aufnahmesession weiter mit der nächsten Folge und ich sehe mir das gerade an. Siehst du das? Hexengrab. Oh, dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Also diese Anna. Verschwinden wir. Achtung! Daniel! Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary, der Quell des Bösen ist hier. Was ist los? Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Und all das wegen ihr. Mary. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Das ist ja die Taylor. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Oh! Oh, Leute. Durch. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Die Megan. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Eine Falle? Du willst ihr folgen? Viel zu riskant. Sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit.
Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Hey, warte auf uns! Husch! Widerlich! Leute, seid ihr das? Leute. Jedes Mal. Die ist immer irgendwo. Es ist immer so blöd, wo die Maus ist auf einmal irgendwo links oben und nur extrem weit weg. Na super, Leute! Angela! Verlasse die Kanalisation, Leute. Ja, wie soll ich denn die verlassen? Es ist heftig. Es hört nicht auf. Oh, bitte Gott. Ella. Gott, was für eine Scheiße. Angela? Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Aber ich glaube nicht, dass sie tot ist. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Ja, das ist die Frage, ob sie noch leben, ne? Weil da haben wir zum Beispiel was zum Ansehen. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Ah, das kennen wir schon, die Hexenprozesse von Neuengland. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Leute, das ist ja das Haus von denen damals. Zu Beginn habe ich ja auch dieses Buch hier gesehen.
Weil mein Hund bellt, das ist gerade so gruselig. Hör auf zum Bellen da draußen. Es ist gruselig. Da ist gerade jemand gelegen. Hä? Gesperrt? Ja, da liegt auf jeden Fall irgendjemand. Da ist was. Eine Vorahnung, Leute, oder? Pfändungsbescheid. Unleserlich. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im, unleserlich, ordnen wir hiermit an, dass ihr, unleserlich, zwei Karakatai-Land, unleserlich, am westlichen Fluss und dem Hügel, grünen Hügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden, jegliches Vieh und unleserlich. Werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag unleserlich. Dies deckt alle unleserlich. England entstandene Kosten für unleserlich. Wahnsinn. Ist doch eh alles unleserlich, Leute. Witz, sowas. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder zurück. Guten Tag, guten Abend, guten Abend. Ah! Schreck mich nicht so, mach gerade ein Gruselspiel. Ah, wundervoller Schocken. Ah, muss ich mir nicht. Ah, Tobi, ich hab Angst. Untersuchen, was ist das? Oh, das ist sie. Benutze und sieh dich um, mehr zu entdecken, okay? Aha. Amy Lambert. Das ist die Amy, die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt. Die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflohen sei. Es fühlte sich so echt an, als wären wir da. Als sie vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seinem Aufzeichnung als Geisterbeweis zu, okay? Also ist schon heftig, genau, das haben wir ja gesehen, Leute. Sie wurde ja der Hexerei beschuldigt, ne? So, da haben wir auch noch was. Wir sind gerade im Museum, Leute, ja, im Museum. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Hey. Jahrhundert. Leute, schau mal hier. Das ist die Puppe von Mary. Leute. Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Hat sie uns hergeführt? Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Marzi, tun wir's. Tun wir's. Na gut. Bin dabei. Los geht's. Das war's wohl. Ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht. Okay, hier haben wir zum Beispiel eine neue Vorahnung da drüben. Ich schätze mal, dass es eine Vorahnung ist, Leute. Ja. Oder?
Geheimnis gefunden. Illustration des Gerichtssaals. Okay. Gut, haben wir dann irgendwo da ist noch irgendwas. Zum Beispiel hier. Ready for Transfer, okay. Oh, was ist da? Geheimnis gefunden. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch. Oh, der diejenigen treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1692, Simon Carver. Okay. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Leute, schauriges Déjà-vu. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ah, da haben wir schon Amy Lambert. Genau, das hatten wir schon. So, dann gehen wir mal weiter. Marschieren wir mal, Leute. Da ist noch was. Noch so ein Ding. Es kommt der Geist. Ja, Katze. Die schwarze Katze, Leute. Die hatten wir ja gesehen schon mal. Was war Folge 3? Oder 2? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine schwarze Katze. So, Türe verlassen. Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Irgendwas stimmt dann noch immer nicht. Ich glaube, es könnte normalerweise wieder was mit Daniel, wahrscheinlich mit Daniel unterwegs sein. Also was mit Daniel machen oder Taylor. Oder die beiden halt. Ja, da sind sie eh schon. Nö. Sorry, meine Schuld. Ist schon okay. Hat doch eh keinen Empfang. Hat nie Empfang. Finde einen Weg zu einer anderen. Bleib zusammen, natürlich. Machen wir das irgendwie. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört. Angela. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Hä, wie geht's denn da weiter? Hier oder was? Ah, da ist ein Häuschen. Ist das das Haus von Anfang? Das gebrannt hat? Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Okay. In das Gebäude muss ich einen Weg finden, aber da ist irgendwo eine Türe. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein.
Danke. Hm, gut. Also da, da komme ich wahrscheinlich im Hauptding, in der Haupttür hier gar nicht rein. Schätze ich ja natürlich einmal, ne? Da geht's nicht durch. Tür, Leute. Gesperrt, natürlich ist es gesperrt, Leute. Was soll denn das da? Was glaubt ihr denn? Leute, das heißt, ich muss klettern, Leute. Klettern. Komm, hilf mal, Taylor. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Achtung. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Schwarze Katze. Oh, ja, ich krieg einen Zehner. Klar. Wobei, ich behalte das Geld als Anzahlung für ein neues Telefon. Auch gut. Locker. Das kriege ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Du zuerst. Nö. Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon, mir nach. Ich finde einen Weg zu den anderen, bleib zusammen. Ja, klar. Komm, hier lang. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Taylor? Erstens einmal, war da jemand? Wo bist du? Da hinten ist jemand gesessen, Leute. Und da hängt was, schau da mal. Unglaublich. Bist du's? Taylor? Amy Lambert, das hatten wir schon. Jo. Taylor? Taylor, wo ist Taylor? Ich muss Taylor finden, sie ist verschwunden, Leute. Gut, aber das in der nächsten Folge. Ja, ist schon... Oh. Was jetzt? Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Oh, Gott sei Dank, Taylor. Da ist sie. Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber... Sie war ich! Ich wollte bei dir bleiben. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. La
Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Ja, weg hier. Ja, weg hier. Leider auch von dieser Folge weg hier. Ihr Lieben, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt geht's ja. Jetzt kann ich mich ja verabschieden. Leute, danke fürs Zuschauen. Die Session ist vorbei, aber es gibt dann eh die nächste Folge in einer neuen Session halt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du gruselst dich mit mir in der nächsten Folge wieder weiter. Macht's gut. Bis dahin. Game over und tschüss.